So, wir müssen jetzt mit Viliza spielen. Und das habe ich hier noch gar nicht zeigen können, weil ich bisher noch gar nicht hierher gekommen bin. Das hier sind die Crewräume, das hier, nee, ich will es nicht speichern. Das ist das Zimmer von Viliza, Krakelo und Krebskorps. Und hier oben schlafen Sunflora und Palimpalim. Und hier wissen wir ja selber, wer schläft, ne? So. Dann wollen wir doch mal. Wobei, wir können hier eigentlich. Ich will ja das Spiel in vollen Zügen lesen. Wir können ja eigentlich mal mit anderen Leuten hier quatschen. Wir sind Team Taubwurzel. Wir sind Samwurzel und Taubsi. Der Name unseres Team Taubwurzel kombiniert unseren Namen. Also prägen wir gut ein. Der sagt dasselbe, wie wir das letzte Mal hier in den Chatschrank gefragt haben. Nee, ja. Nun ja, es wird Zeit. Es wird Zeit, unsere täglichen Pflichten zu erledigen. Ach, die zwei sind ja auch hier. Hey. Hat irgendjemand dich schon mal als langsam bezeichnet? Sie sagen, wir seien langsam. Wir bewegen uns auch eher gemächlich. Aber die Wahrheit ist, wir haben einfach zu wenig Antrieb. Hm, es scheint, als hätten du und ich denselben Stil. Die zwei, wie sie sich gefunden haben, das ist... toll. Hey, hey, Viliza! Machst du dich auf den Weg? Es gab für dich vielleicht ein paar Rückschläge, aber mach dir keine Sorgen. Hey, hey, hey. Übrigens, wusstest du, dass du den Fortschritt deines Abenteuers auch beim Wasserloch sichern kannst? Du musst den ganzen Weg zurück zu deinem Bett, kannst du auch hier erledigen. Hey, hey. Das ist praktisch, wenn du deinen Fortschritt häufiger sichern möchtest. Vergiss das also nicht. Hey, hey. Ja, und von ihm hat er das dann gelernt und hat's uns dann gesagt. Wir spielen ja hier ein klein wenig in der Vergangenheit, als wir mit unserem Team noch gar nicht hier waren. Das Abstruse an der Sache ist, dass wir allerdings Zugriff zu unserem ganzen Teamvorräten, also Items und Gold, also Poké-Zeugs, haben wir vollen Zugriff drauf, obwohl unser Team noch gar nicht existiert. Puh, da ist ja der Kecklingmarkt. Hallo. Willkommen beim Kecklion-Laden. Womit kann ich dir helfen? Es tut mir leid, euch zu stören, aber in Wahrheit bin ich nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Ach, wie immer also. Eine Frage zum Lagerstand. Wie schade. Ist schon gut, keine Sorge. Lagerstandsauskünfte geben wir gerne. Wirklich. Über welches Item erkundigst du dich denn heute? Zinelbeeren. Tut mir wirklich leid, euch zu stören, Entschuldigung. Nein, nein, das macht doch gar nichts. Dann wollen wir mal nachsehen. Zinelbeeren, davon haben wir heute zwei. Zwei davon? Okay, vielen Dank. Gib immer dein Bestes bei der Arbeit. Ja? Gibt es sonst noch etwas? Nein. Naja, es gibt nichts, das ich noch erledigen müsste. Ich habe nur ein kleines Problem. Oh, was denn für ein Problem denn? Du kannst es mir ruhig sagen. Du machst schon, spuck es aus. Die Wahrheit ist, dass, egal was ich auch anfasse, es geht immer alles schief. Ich bin nicht der Schnellste und mache ständig Fehler in der Gilde. Ich möchte wirklich ein Erkunder werden, wie all die anderen Gildenlehrlinge. Und sag mir, um möglichst schnell ein echter Erkunder zu werden, was soll ich machen? Oh, na wenn es nur das ist, du brauchst einfach eine TM. Eine TM? So geht das? Genau. Mit Hilfe einer TM kannst selbst du eine neue Attacke lernen. Hast du erstmal neue Attacken drauf, kannst du den anderen eine Hilfe auf Erkundungen sein. Ja, so wirst du ihnen auf jeden Fall eine Hilfe sein. Hm, wie wäre es damit? Da ist sie ja. Wie wäre es mit dieser hier? Kecklion zeigt Viliza die TM Kraftreserve. Kraftreserve? Das klingt ganz schön stark. Ganz genau. Eine mächtige Attacke. Wenn du diese TM verwendest, kannst du Kraftreserve lernen. Ist das so? Mit Kraftreserve wäre ich den anderen eine große Hilfe. Die Gildenmitglieder würden mich lieber mögen. Nur durch diesen Kauf würde der Tag, an dem ich der beste Erkunder werde, etwas näher rücken. Und, was würde dieses Kraftreserve-Ding denn so kosten? Oh, du bist also interessiert? Wie aufregend. Zum Preis, Augenblick, 6500 Poké. Was? So teuer? Das überrascht dich. TM sind sehr wertvoll, aber das ist dir anscheinend zu teuer, ja?
Nein, einen Augenblick bitte. Ja, was mache ich nur? Soll ich sie kaufen oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte das Geld dafür. Ich hätte genug Geld. Ich trage es immer bei mir. 7000 Poke. Aber dieses Geld... Es ist so viel Geld? Nimm es mit dir. Als Abschiedsgeschenk. Ich wusste immer, dass dieser Tag einmal kommen würde. Da habe ich für dich gespart. Ich möchte, dass du es für den Notfall dabei hast. Man kann nie wissen. Mama. Ach komm schon. Meine kleine Heulsuse. Deine Mama unterstützt dich. Auch wenn du weitergehst, versuch immer dein Bestes zu geben, ja? Mama. Dankeschön. Das ist der Notgroschen von meiner Mama. Kann ich nicht einfach so ausgeben. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann mir diesen Kauf nicht erlauben. Na, wenn das so ist. Zu schade. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Wann immer du willst. Komm wieder, wenn du dich umentscheiden solltest. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Jawohl, ja. Aber vielleicht ist es besser so. Spontankäufe sind so eine Sache. Wirklich schade. Aber das Mr. TM wird wohl nix. Ich habe Angst. Oh, was soll ich machen? Entschuldige. Nimm das bitte. Bidiza hält etwas von dem sonderbaren Pokémon. Nanu, Donnerwetter, was ist los? Hey, du, warte. Aber was war das denn gerade? Siehst du ihn, Kindwurm? Nein, ich habe ihn aus den Augen verloren. Sowas. Wohin ist er nur verschwunden? Hey, du. Ja. Hast du gerade ein einzelnes Pokémon hier vorbeilaufen sehen? Ein Pokémon? Einen Augenblick. Nun mach schon, wir haben es eilig. Nun mach schon, spuck es aus. Hilfe! Hey, mach mal langsam, Skorga. Weißer Körper, ein wenig nervös. Hast du so einen gesehen? Also um genau zu sein, er ist dort lang. Auf geht's. Jawohl. Die waren ganz schön fürchteinflößend. Mit Pokémon wie diesen möchte ich lieber nichts zu tun haben. Dafür habe ich zu viel Angst. So, wir haben noch nicht wirklich was gemacht und dürfen schon speichern. Es war jetzt nur eine Viertelstunde Text. Alle mal herhören. Vielen Dank für eure Geduld. Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herkommen, Essenszeit. Heute war wirklich ein langer Tag, jawohl, ja. Die beiden schlafen schon. Morgen muss ich früh raus. Ich sollte auch so schnell wie möglich Ruhe finden, jawohl, ja. Gute Nacht allerseits. Einige Minuten später. Da sägt jemand den Wald ab. Er schnarcht zu laut, ich kann nicht schlafen. Ich würde Krakelo gerne aufwecken, aber tätig, das wäre sicherlich ziemlich wütend. Das wäre ein furchteinflößender Gedanke. Apropos furchteinflößend. Diese beiden von heute früh, diese Pokémon haben mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Jawohl, ja. Und kurz bevor die beiden auftauchten, da war dieses Pokémon, das zu fliehen schien und dann verschwand. Dieses Pokémon, vielleicht wurde es von den beiden furchteinflößenden Pokémon verfolgt. Wenn das der Fall war, hoffe ich, dass es gut davongekommen ist. Oh, stimmt ja, als dieses Pokémon vorbeirannte.
genau in diesem Moment, da hat mir das Pokémon etwas gegeben. Kurz danach kamen die zwei furchteinflößenden Pokémon vorbei. Ich hatte so eine Angst, dass ich das total vergaß. Irgendwie kann ich immer noch nicht. Vielleicht sollte ich es mir einfach mal ansehen. Ziemlich alt. Sieht wie eine Karte aus. Hä? Da ist eine Markierung. Da steht etwas geschrieben. Was da wohl geschrieben steht. Männchen, das haben wir gleich. Sternenhöhle? An dieser Stelle gibt es also einen Ort namens Sternenhöhle. Wie auch immer. Sternenhöhle. Das klingt auf jeden Fall verlockend. Muss sich ja etwas ganz Besonderes befinden. Ich habe dann so eine Ahnung. Ich kann gar nicht mehr schlafen vor Aufregung. Jawohl, ja. Nein, ich muss schlafen, wenn ich morgen erfolgreich trainieren möchte. Ich sollte wirklich schlafen. Gute Nacht allerseits. Schlafen. Jawohl, ja. Schlafenszeit. Am nächsten Morgen. Hey! Hey! Aufstehen! Es ist morgen! Wie? Was soll das? Wie lange du schläfst! Die Morgensansprache beginnt! Beeil dich! Wessen Schuld ist es wohl, dass ich so müde bin? Sein Geschnarche hat mich vom Schlafen abgehalten, jawohl, ja. Aber wenn ich jetzt nicht aufstehe, werde ich die Ansprache verpassen. Ich muss mich beeilen. Und hier dürfen wir mal wieder speichern. So. Wie bitte? Ist jetzt was, Bilica? Hör auf, Löcher in die Luft zu starren und hol dir deinen Auftrag ab. Plaudergei, du weißt doch eine Menge, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß eine Menge Dinge. Ich bin ein wandelndes Lexikon. Wolltest du mich etwas fragen? Du brauchst dich zu zögern. Trau dich und stell deine Frage. Aber fass dich kurz. Ich habe keine Zeit zu vertrödeln. Ich trau mich kaum. Plaudergei, weißt du etwas über einen Ort namens Sternenhöhle? Sternenhöhle? Ja, davon habe ich einmal gehört. Was? Wirklich? Ja, natürlich habe ich das. Sag dich das nicht, ich bin ein wandelndes Lexikon. Nun, die Sternenhöhle ist ein legendärer Ort. Nun weiß niemand, wo er sich befindet. Niemand weiß es? Donnerwetter. Genau. Es ist eine Legende, die seit Generationen weitererzählt wird. Doch jede Legende besitzt einen wahren Kern. Laut der Legende liegt etwas tief in der Sternenhöhle. Es ist das seltene Pokémon Jirachi, das sich dort befinden soll, und zwar in einem tiefen Schlaf. Man sagt, dass derjenige, der Jirachi aufweckt, von diesem einen Wunsch erfüllt bekommt. Wie bitte? Es wird demjenigen einen Wunsch erfüllen? Ein Wunsch. Ein Wunsch erfüllen des seltenes Pokémon. Das heißt Jirachi. Hallo! Aufwachen! Es ist nur eine Legende! Ich habe dir doch gerade gesagt, dass niemand weiß, wo sich diese Höhle befindet, oder? Hey! Hey, Bilica! Woran denkst du, Bilica? Wenn ich Jirachi treffe, es kann einen Wunsch erfüllen. Mein Traum... Mein Traum der beste Erkunde war, Haupt zu sein. Jirachi könnte ihn mir erfüllen, jawohl, ja. Und ich besitze die Karte, auf der die Sternenhöhle verzeichnet ist. Die Karte befindet sich in meinem Besitz, jawohl, ja. Zurzeit bin ich der Einzige, der weiß, wo sich die Sternenhöhle befindet. Einzige und allein ich. Das ist der Wahnsinn, ja, unglaublich, jawohl, ja. Ich bin so glücklich, könnte hüpfen vor Freude. Hey! Ja? Ist mit dir alles in Ordnung, Bilica? Du sahst mir gerade leicht weggetreten aus. Und du hast ganz schön deutlich in dich hineingegrinst. Ist etwas passiert? Nee. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe gar nichts gedacht. Vor allem nicht an die Sternenhöhle. Donnerwetter, nein. Ist das so? Du sagst, du hättest an gar nichts gedacht. Das kommt mir ein wenig merkwürdig vor. Habe ich mich etwa verraten? Dein schelmisches Grinsen kommt doch nicht von ungefähr. Ich kann nicht glauben, dass gar nichts von dir vorgegangen ist.
Als ob du im Stillen kaum und dich halten könntest vor lauter Aufregung. Da schreibt mich immer in Skype an, yay. Aber scharf beobachtet. Als ob du vor Aufregung hättest umherhüpfen wollen. Nein, woher weiß er das nur? Hey, Biliza! Ja, was gibt es denn? Du hast Besuch. Was, Besuch? Donnerwetter, Besuch für mich? Ja, genau. Er wartet am Eingang der Gilde auf dich. Los, raus mit dir. Da ist Schneebedeck. An dieser Stelle, ich muss mal ganz kurz pausieren. Die Skype-Nachricht könnte eventuell wichtig sein. Moment. So, bin wieder da. War doch nicht wichtig. Okay. Oh. Ach, du? Bist der von gestern? Ja, schön dich zu sehen. Mein Name ist Schneebedeck. Die Aufregung gestern tut mir sehr leid. Ach, schon gut. Was ist mit den furchteinflößenden Pokémon, die dich gestern gejagt haben? Dir geht es gut? Ja, ich bin okay, aber ich habe allerdings eine beängstigende Begegnung hinter mir. Was? Beängstigend? Was ist passiert? Nach unserer Begegnung gab ich mein Bestes wegzurennen, aber Kindwurm und Skorgler holten mich ein. Ha, endlich haben wir dich. Hast dich ganz schön beeilt. Oh, lass mich in Ruhe. Vergiss es. Du weißt, wonach wir suchen. Gerade du solltest das wissen. Nicht hier. Die Karte ist nicht hier. Kinnwurm, er hat die Karte nicht. Was? Du, wo hast du sie versteckt? Ich weiß es nicht. Lügner. Autsch. Oh, egal was ihr auch macht, ich werde euch nichts verraten. Er muss sie in der Nähe versteckt haben. Suchen wir sie. Oha. Das klingt wirklich beängstigend, jawohl, ja. Apropos, da fällt mir etwas ein. Dieses Ding, wonach Kinnwurm und Skorgler gesucht haben, war das... Ganz genau. Dieses Ding war es, das ich dir gestern gegeben habe, Biliza. Die uralte Karte. Ich bin mir sicher, dass sie gestern geklaut worden wäre, wenn ich sie behalten hätte. Daher war es gut, dass ich mich dafür entschieden habe, sie jemandem zu geben. Ich sah dich, Biliza. Als du fort warst, habe ich in Schatzstadt herumgefragt und alle sagten, das könne nur Biliza von der Gilde sein. So kam ich hierher, um dir zu danken. Es tut mir wirklich leid. Vor allem wegen der ganzen Aufregung. Nein, nein, du brauchst dich wirklich nicht zu entschuldigen. Donnerwetter, ich mach dir deswegen keine Sorgen. Ich habe über die Karte nachgedacht, die du mir gegeben hast. Ist das wirklich die Karte zur Sternhöhle? Ganz genau. Man sagt, dort lebe das seltene Pokémon Girachi. Genau die Sternhöhle. Und wenn man Girachi begegnet, soll es einen Wunsch erfüllen. Deswegen waren die beiden Pokémon auf die Karte aus. Wo wir gerade dabei sind, ich wollte dich noch etwas fragen. Ja? Worum geht es denn? Würdest du mit mir die Sternhöhle erkunden? Was? Du möchtest mich dabei haben? Ja, ich möchte Girachi treffen und um einen Wunsch bitten, aber ich bin nicht stark genug, um es sehr weit zu schaffen. Deswegen habe ich gehofft, dass du mich begleiten würdest, Biliza. Auf dich ist wohl Verlass, Biliza. Außerdem bist du nett. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber erkunden würde. Meine Bitte kommt sehr plötzlich, hoffentlich nicht ungelegen. Nein, nein, ganz im Gegenteil, jawohl, ja. In Wahrheit habe ich auch schon davon geträumt, mir etwas zu wünschen. Daher gerne. Ich möchte echt gerne mit zur Sternenhöhle, jawohl, ja. Wirklich? Juhu, das macht mich so froh. Wenn wir zusammenarbeiten, bin ich mir sicher, dass wir Girachi treffen. Also beschlossen Schneebedeck und ich... Oh, das erzähle Biliza. Also beschlossen Schneebedeck und ich, die Sternenhöhle gemeinsam zu erkunden, jawohl, ja. Nur war ja noch das Gildentraining, jawohl, ja. Deswegen... Was? Du möchtest vom Gildentraining beurlaubt werden? Mit Urlaub meine ich aber nur wenige Tage, jawohl, ja. Und was ist der Grund dafür? Grund? Der Grund für meinen Urlaub,
Und natürlich, in letzter Zeit habe ich mich nicht so gut gefühlt. Jawohl, ja. Magenschmerzen. Magenschmerzen? Du? Dein Magen ist der mit Abstand am besten trainierte von allen Gildenmitgliedern. Gestern Abend warst du wieder mal der Einzige, der Nachschlag wollte, oder etwa nicht? Und jetzt jammerst du über Magenschmerzen? Ich habe eben zu viel gegessen. Aha, wirklich eigenartig. Nun gut, dein Antrag auf ein bisschen freie Zeit wird bewilligt. Aber behindere die anderen Teams nicht bei der Arbeit, in Ordnung? Vielen Dank. So kam es, dass ich Plaudergei anlegen musste. Aber es war eine Notlüge. Für meinen Traum. Um meinen Traum erfüllen zu können, der beste Erkunder aller Zeiten zu werden. Wenn ich das schaffe, werde ich auch keine Gildenaufgaben mehr vergeigen. Und niemanden jemals zur Last fallen. Alle werden sich freuen, jawohl, ja. Was für eine seltene Gelegenheit. Die muss ich einfach ausnutzen. Ich muss einfach, jawohl, ja.